Hallöchen und moin moin, willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Wobei Multiplayer ist halt nur online, das heißt ich fahre auf dem Server und nicht offline, aber dann doch mehr oder weniger alleine. Ja, schön, dass du wieder zugestiegen bist. Krabbel hier schön, mach dich breit auf dem Beifahrersitz hier, der ist immer noch frei, extra für dich. Frisch entstaubt, hat nur der Hund drauf gekackt. Ansonsten passt schon. Kannst dich hinsetzen. Die Türe nimmst du nicht krumm. Jetzt sind wir hier wieder schön auf dem Weg. Also, wir schleppen, laden immer noch unsere Auflieger. Huch. Jetzt habe ich es falsch gedrückt. Da wollte ich hin. Schleppen immer noch unsere Satteltieflader 11 Tonnen nach Torino. Wie du siehst, müssen irgendwann zwischen Freitag und Samstag da sein. Ich glaube, das könnten wir ganz knapp schaffen. Ja, kriegen wir doch irgendwie hin. Und haben wir erst Freitag, haben wir noch einen ganzen Tag Zeit. Haben noch 440 Kilometer vor uns, die wir noch zu fahren haben. Und letzte Folge sind wir kleben geblieben bei dem Thema Krediten. Da wollte ich nochmal anknöpfen. Natürlich, wie schon erwähnt, im wahren Leben, Kredite sind scheiße, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Wie gesagt, man sollte wirklich nur mit dem Geld rechnen, was man auch wirklich auf dem Konto hat. Auf der anderen Seite, manchmal ist es dann aber auch unumgänglich. Ne, wenn du dann doch mal eine schnelle, größere Anschaffung machen musst, wie zum Beispiel eben ein Auto oder eben eine Reparatur am Auto, und du hast es natürlich dann nicht immer gleich ganz flüssig da, dann ist natürlich logisch, ist schon scheiße. Deswegen kommst du da nicht drum herum, huch, sowas zu tun. Und so war es dann eben auch in diesem Spiel. Wenn du dieses Spiel halt beginnst, dann ist es also auch nicht ganz von ungefähr, dass du dir auch anfänglich einen Kredit aufnehmen musst, damit du schnell in die Selbstständigkeit gelangst. Das ist halt nun mal das Risiko. Und muss dann eben halt auch dafür sorgen, dass du Aufträge bekommst. Und das schaffst du natürlich eben halt am besten in der Selbstständigkeit. Das ist einfach so. Denn wenn du jedes Mal diese fertigen Aufträge nimmst, die sind dann doch meistens echt sehr luschig. Deswegen, so, wir sind noch 400 Kilometer vom Ziel entfernt. Immer noch mitten in der Nacht. Wie du siehst, ist das wieder mal eine durchgehende Aufnahmesession. Der aufmerksame Zuschauer hat es natürlich mitgekriegt, dass ich hier immer die Touren am Stück aufnehme und dann versuche eben auf eure Kommentare einzugehen. Hin und wieder kommt mal eins, da freue ich mich auch super mega fett drüber, dass da ein Kommentar kommt. Würde mir natürlich noch mehr dazu wünschen. Oh, hier gucke, wer ist denn das? Ist das nicht unser Spezi? Orangener LKW von vor zwei Folgen? Den wünsche ich mir auch nochmal, dass ich den vor auf Flinte kriege. Der wird seines Lebtages nicht mehr froh, ich schwöre es euch. Nee, wie gesagt, würde mich freuen, wenn dann noch ein paar mehr Kommentare kommen würden, dass ich mich da so ein bisschen mit euch, an euch beteiligen kann, mit euch beschäftigen kann. Denn es gibt nichts Geileres als eine gut funktionierende Community und dafür habe ich halt euch. Nur du musst auch schreiben. Taka, taka, taka. Einhämmern. Nee, Vorschläge, was soll ich fahren, was soll ich machen, irgendwelche Challenges, irgendwelche Aufgaben, was kann man machen? Hast du irgendwo Sehenswürdigkeiten, wo ich mal hinfahren könnte, dass ich dann das auch mal zeigen kann hier? Weil ich bin ja mal so auf so ein bisschen, auf so ein paar Sehenswürdigkeiten natürlich aus. Dass man mal zeigt, was die Programmierer, Entwickler dieses Spiels sich so für Mühe gegeben haben. Auch wenn es einfach nur so ein banales LKW-Spiel ist eigentlich. Aber trotzdem ist es halt so, dass die sich an einigen Stellen echt mega fett Mühe gemacht haben und da wirklich Kunstwerke hingestellt haben. Also es ist nicht selbstverständlich, wie in Salzburg zum Beispiel, dass dieses Schloss da steht, ne? Also schon geil. Oder auch diese Berg- und Talsachen mit den hohen Brücken und ewigkeitenlangen Brücken und sowas alles. Also es ist schon genial. Also schon zum Thema, ne, zur Ortschaft. Muss man ganz klar sagen.
Und da wünsche ich mir echt mehr von. Also ich hoffe ja, dass die Entwickler an dem Spiel noch so ein bisschen weiter rumbasteln, dass die auch ein Kartenupdate rausbringen nochmal, die Grundkarte entsprechend aktualisieren. Hinter uns ist irgendwie so ein Blinky Bill. Also da träume ich nochmal von. Genauso wie ich halt auch drauf warte auf das Nordic Add-on, dass du oben in Skandinavien durch die Gegend fahren kannst. Also da warte ich auch nochmal richtig heiß ersehnt drauf. Also ja, das fände ich eigentlich ganz cool. Ich grüße mal, wer auch immer das war. Ich habe eben nicht drauf geachtet. Nee, weil da bin ich auch überrascht oder drauf gespannt. Wie gesagt, die haben da sehr, sehr viel versprochen. Auch detailliert vor allem auch mit der Sonne und dem Mond da oben. Ich warte ab. Muss ich, ob ich will oder nicht. Und dann kommt der DLC. Guck mal, da steht schon wieder so ein Troll. Aber er steht auf der Seite. Okay, alles klar. Dann ist es kein Troll, der hat ordentlich geparkt. Die aggressiven Seitenstreifenparker. Kleiner Insider für die Leute, die es nicht gesehen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Folgen zuvor kamen diverse aggressive Seitenparker zum Vorschein. Und da hat Onkel Mutz sich drüber lustig gemacht. Das war gar nicht so schön, Onkel Mutz. Oh cool, im Hintergrund hört man dicke, fette Autos bei mir hier. Liegt daran, ich habe das Fenster auf, weil es doch etwas warm ist. Ich erwarte hier heute noch ein dickes, fettes, schweres Unwetter und Gewitter. Weil hier steht echt die Luft. Du kannst die Luft mit einem Löffel auseinandernehmen, ey. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Mit deinem Wetter zurzeit, zum Zeitpunkt des Let's Plays, wird wahrscheinlich fettestes Gewitter sein. Und natürlich werden wir Gewissheit haben, ob Deutschland um den Pokal spielt oder doch nur wieder um Platz 3. Also das werden wir sehen. Wenn sogar nicht an dem Tage, wo das Let's Play hier rauskommt, sogar schon entschieden ist, dass Deutschland Weltmeister ist oder nicht. Oder Vize oder doch Dritter oder Vierter. Man weiß es nicht. Da fährt wieder einer lang. Grüße. Der hatte wohl eine Raupe gesehen und musste da erstmal anhalten. Dann soll er das tun. Ich fahre einfach mal weiter. So, Tempomat auf locker fruchtige 199, 9, nicht 199, sondern 99 und oder 100 km/h gesetzt. Ist, glaube ich, eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Kommst du gut vorwärts? So, jetzt mal einmal links rüber. Sieht man anhand der Straßenzeichen und der Mond. Der Mond im Vorfeld hier. Coole Nummer. Stille. Mitten in der Nacht. Hier nicht, dass du einschläfst, aufwachen, ne? Also hör mal. Glaub ich spinne. Komm mal dahin. Wo kommt man da hin? Wieder mal der Mond mit fahrendem LKW. Das ist auch geil, ne? Huch, kommt da wieder von der Strecke ab hier. Typisch. Sind aber ganz schön dreckig und kaputt hier, die Dinger. Alter Schwede. Oh, zu schnell? Ja, wie gut, dass wir so ein bisschen Rennen fahren können. Ich bremse hier mal runter, das ist mir dann doch zu heiß. Das ist mir dann doch zu heiß. Kuckuck. Bah. Kurve. Wo? Ich weiß jetzt auch gar nicht wirklich, ob da hinter mir einer ist, der überholen will, aber es ist mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen Titte. Ne, ist keiner. Können wir ein bisschen Zickzack fahren hier? Passt schon. Grüße. Macht doch nix. Es wird bestimmt noch mal eine Firma hier. Irgendwann, irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Kennt einer dieses Lied? Weiß einer, wer es gesungen hat? Schreibt es in die Kommentare. Heiße Diskussion, Liederraten. Ey, das können wir auch mal machen, ne? Liederraten. Ich sage ein paar Textzeilen. Und ihr müsst erraten, wer das mal gesungen hat.
Ich überlege mir da mal was. Das ist, glaube ich, ganz cool. Dann kannst du nämlich mal dein Wissen, dein Halbwissen testen oder dein ganzes Wissen. Vielleicht bist du auch Musikexperte, keine Ahnung. Über die deutsche Musikkultur. Doch, das machen wir mal. Und zwar hält ich mich da eigentlich mehr oder weniger an deutsche Texte. Genau, das machen wir mal. In einer der nächsten Folgen fange ich das mal an. Dann musst du mir mal sagen, reinschreiben, wer das Lied gesungen hat und vielleicht auch, wie der Text weitergeht. Das wäre natürlich auch ganz cool. 52 Euro Maut, Alter. Halt dein Maut, du. Geht ja gar nicht. So eine Abzocker, Alter. Das nur, weil du hier eine Fracht hast, die da abliefern musst. Ey, geht überhaupt nicht. Arschgeigen. Milano, Milano, Milano. Freitag, 3:52 Uhr. Das Müsli-Schoko-Waffel-Gebäck schmeckt. Hauptsache, Karies an den Zähnen. Immer wieder gut für den Zahnarzt. Apropos Zahnarzt, warst du schon hin, um deine Kauleiste mal durchzuchecken, ob das alles so in Ordnung ist, was du da so machst? Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich war da noch gar nicht dieses Jahr. Ich war die letzten Jahre da so oft gewesen, ich habe da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mich hat nämlich ein Backenzahn gestört oder genervt, aufgrund dessen, weil Weisheitszähne da so ganz blöde mal gegen die Backenzähne gewachsen sind. Deswegen mussten die Weisheitszähne raus und dadurch hat sich da bei dem einen Backenzahn Karies gebildet und das war echt nervig. Das musste also wirklich raus. Das Teil war auch nicht mehr zu retten. Es gab dann einen Zahnarzt, der war dann super schlau. Der hat gesagt, nö, können wir retten. Und mein Hauszahnarzt, zu dem ich immer hingehe, der hatte dann gesagt, ey, mach keinen Scheiß, da geht nicht zu retten, weil der ist einmal quer durch. Recht hatte er gehabt, also ich hätte den halben Zahn abtragen müssen, um dann das Karies rauszukriegen und dann den halben Zahn wieder auffüllen. Und da ist die bessere Lösung gewesen, raus. Und deswegen fehlt mir jetzt neben den Weisheitszähnen auch der Backenzahn. Aber ist ja nicht schlimm. Kauen kann ich immer noch. Dummes Zeug erzählen, erst recht. Sonst wäre ich ja nicht hier, ne? Ja, ist ja gut, mach mir nicht so an. Oh, wir müssen schon wieder abfahren. Mensch, da sind wir ja bald am Ziel. Wie geil ist das denn? Und wir fahren im. Nee, das singe ich nicht, nein. Da musste ich eben zweimal überlegen. Ach, da muss ich lang. Okay. Kommt da einer oder warum hupt er mich an? Jo, alles klar. Ich hab dich gesehen. Oder auch nicht. Grüße. Können wir dann jetzt? Dann fahre ich jetzt. Oh, ich sollte auch gucken, wo ich hinfahre hier. Sage ich meinen Kindern auch immer. Guck nach vorne, wenn du nach vorne fährst. Musst du immer wieder machen. Kindern musst du immer hinterherrufen, was sie machen sollen. Auch wenn sie 18 sind. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Ist wirklich so. Wo fährst du hin? Ach, der parkt. Der muss mal Pipi. Pipi-Lotta muss er mal. Grüße. Wir sprechen auch nicht mit jedem hier. Unfreundliche Bergmenschen. Unfreundlich. Aber sowas von unfreundlich. Nee. Überhaupt nicht, du. Geht gar nicht. Aber eine schöne Landschaft haben sie hier. Berghaltig. Steht da einer? Nee, ich wollte gerade sagen, so weit hoch kann doch keiner fahren.
Das fehlt ja auch noch so ein bisschen, ne? Dass du von der Fahrbahn noch mal so ein bisschen abschweifen kannst in Wald oder so. Das würde ich mir ja auch noch mal wünschen. Dass du so ein bisschen Crossover fahren kannst. Ja, das wäre cool. Hier so geradeaus wird es wahrscheinlich mehr Unfälle geben und LKWs auf der Seite, als es so schon gibt. Aber es ist ja doch irgendwo eine heftige Strecke hier zu fahren, muss ich ja mal so sagen. Schalte ich doch gleich mal runter in den 9. So, dann sind wir ja bald da, wa? 93 Kilometer noch. Schaffen wir das noch, diese Folge? Machen wir einfach, ne? Komm mal, ich drück mal ein bisschen auf die Tube hier, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen. In der Hoffnung, dass mir jetzt keiner entgegenkommt. Wenn wir ein bisschen runterbremsen. Sonst liegen wir auf der Seite, ist auch scheiße, ne? Und dann haben wir wieder eine Tour hinter uns gebracht. Und ich glaube, die 200.000 haben wir dann geknackt. Dann ist endlich der Fluch mit der 1 vorbei hier. Und dann kann es nur noch besser werden. Dann sollte ich mir, glaube ich, tatsächlich mal einen zweiten LKW holen und einen Bediensteten einstellen. Aber ich glaube, das machen wir dann tatsächlich mal in der nächsten Folge. Wobei, ich weiß jetzt nicht, was der große Volvo kosten soll. Wenn wir da ein bisschen mehr Geld brauchen oder weniger. Schreibt mal bitte ins Kommentar rein, was der große Volvo kostet. Ich habe da jetzt echt keinen Überblick. Wäre natürlich cool, wenn er nicht allzu teuer wäre, ey. Dass ich mir den leisten kann und dann vielleicht auch schon ein wenig aufmotzen, das Ding. Aber ich glaube, der hatte von Haus aus schon 750 PS. Also das, was die Karre jetzt schon hat, wo ich gerade bin, hier der FH16. Den habe ich ja aufgetunt bis 750 PS. Und der geht eigentlich schon ganz cool, aber ich glaube, mit dem großen Volvo geht es noch ein Stück besser. Oh, die Motorbremse hier eingesetzt. So, natürlich wollen wir erstmal gucken, ne? Erstmal bis zur Sichtlinie vorgefahren, da kommt keiner, dann können wir ganz getrost fahren. Ohne Wenn und Aber. Also ein bisschen gucken müssen wir ja natürlich. Guck mal, der Sonnenaufgang. Das sieht ja auch geil aus irgendwo, ne? Huch! Kommt eine Kurve. Mal ein Foto machen hier. Klick, klick. Wer steht verkehrt rum an der Tanke? Auch nicht schlecht. Aber so ist das. Wer seine Lenkzeiten überschreitet, huch, der muss halt auch mal eine Pause machen. Das ist einfach so. So, da kommt eine Kurve. Und rechts ist ein Steinbruch oder sowas. Ob ich da mal hinfahre? Ich fahre da mal hin. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Da fahren wir einfach mal hin. Dort den Ladeplatz mitzunehmen. Weil, wie gesagt, ich habe echt so das Gefühl. Huch. Ich habe so das Gefühl, dass die Aufträge wirklich nur zu den Ladeplätzen hingeführt werden, die du auch schon erkundet hast. Und deswegen drehe ich da jetzt mal so eine Extraschleife, dass einfach die Firma hier, wie heißt die? Eacres? Eacres. Ah, ist ein Bauernhof. Dass der halt einfach mit aufgenommen wird in die Planroute und dann, dass ich hier auch mal eine Tour herkriege von England oder sonst irgendwo hin. Ja, sorry, wir haben uns verfahren. Ich hau wieder ab. Ich wollte ja eigentlich auch nur die Bestätigung haben, dass ich hier war. Genau. Ja, so ist das. Genauso, nicht anders. Wir müssen rechts rum, ich weiß. Ich beeile mich jetzt auch noch. 40 Kilometer, die reißen wir jetzt noch runter. Auf der linken, ne? Hallo Macker, was willst du? Hau ab. Danke.
Na, das ist doch mal ein Verständnis. Ohne dass wir uns gesehen haben, hat er geantwortet auf mein Dankeschön. Funst! So, jetzt aber hin. Auf zum Italiener. Und dort will ich eine schöne, fette Currywurst mit Pommes essen. Beim Italiener. Und danach ein schönes deutsches Wassereis. Ruckzuck, Captain. Guck mal, da links ist schon das Ziel. Das hast du eben gesehen auf dem großen Navi hier. Auf der großen Karte. Und jetzt geht das ab hier. Bitte zusteigen, lösen Sie Fahrschips. Neue Fahrt. Aber so schnell fahre ich nicht um die Kurve, sonst kippe ich. Umkippen ist immer scheiße, das kostet immer Geld. Aber ein bisschen beeilen müssen wir uns schon hier, dass wir ein bisschen zu Rande kommen hier. Komm mal her, zack. Ruckzuck. Ich schalte schon mal einen hoch, dass wir hier unsere Reifen auch richtig optimal abnutzen können. Und die Schaltung auch super funktioniert. Nicht so wie bei dem Rosberg am letzten Rennwochenende. Hast du gesehen, Formel 1? Schade, Nico. Nico Rosberg. Dem ist die Karre doch mal wieder echt unterm Arsch verreckt. Lang ist es her gewesen. Hat er lange nicht gehabt, dieses Problem. Dass er aufgrund Materialprobleme und Fehler nicht ins Ziel kommt. Das hat er wirklich lange nicht gehabt. Aber auch das tritt mal wieder ein und muss auch mal sein. Und daher sei es dem Hamilton ausnahmsweise mal gegönnt. Wobei ich den Rosberg ja bevorzuge, ne? Nicht nur, weil er für Deutschland fährt, sondern weil er einfach sympathischer ist. Er kommt einfach sympathischer rüber. So, noch 0 Kilometer. Macht 2,50 Meter hier. Halt, zu weit gefahren. Musste hier, glaube ich, rechts abbiegen. Oh, aus die Karre. Fährst du wie eine Frau, Poppy? Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, da FCP. FCP! St. Pauli! Sei gegrüßt! Der FC St. Pauli, natürlich. Wobei ich ja kein Pauli-Fan bin, ne? Aber uns verbindet ja ein gemeinsamer Feind, der HSV. So, jetzt ist es raus. Ich bin Werderaner. Wahrscheinlich so gleich komplette Dislikes, Alter. So von meinen 1000 Abonnenten, die ich habe, wo ich echt stolz drauf bin, habe ich dann nachher nur noch 5. Oh. Noch nicht mal einparken kann er hier. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh. So geht er nicht, Mecker. Ja, genau. Lenk doch mal richtig ein. Ich denke, du hast das gelernt, du Ochse. Oh. Alter Schwede, ey. Alter Verwalter. Unglaublich, der hier so zeigt. Hallo? Kommt man da hin? Ach, der stand nicht ganz gerade drin. Ach so. Hier stelle ich mich ja wirklich hier an, ne? Hoch. Jetzt hörst du, wie ich hier am Lenkrad so ein bisschen am Rumkurbeln bin. Wie ich einen Auflieger hier in die Zone reinbuxieren kann. Ist aber auch scheiße hier. Na also. Geht doch. Muss immer erst meckern. Angekommen, ausgezeichnet. Und haben 31.000 abgesahnt. Und ein paar Punkte von der Erfahrung. Guti, wir sind jetzt bei 216.000. Ich gucke mir jetzt das Kommentar an.
und sehe dann, wie viel ich für den großen Volvo-LKW berappen muss, bezahlen muss, damit ich mir den leisten kann, weil das ist jetzt dann doch nochmal ein Traum, dass ich das tun kann. Ich hoffe, hier steht jetzt keiner, den ich da irgendwie in der Karre fahre. Ich hätte auch die Außenansicht machen können, ne? Hätte Panzerkette. Haben wir aber nicht, machen wir nicht, brauchen wir nicht, kriegen wir auch nie wieder rein. Guti, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich fahre jetzt hier nochmal irgendwo auf so einen Rotzhof. Jawohl, machen wir. Aha. Ich wollte gerade sagen, kann da nicht. Hier, was haben wir denn da? Volvo. Auto, Volvo, Volvo Auto. Wer bist du? Bist du ein Volvo-Händler? Oder was bist du, Macker? Nee. Kein Volvo. Knapp daneben. Knapp daneben, knapp daneben, knapp daneben. Gut, wir stehen. Karre aus. Feierabend. Ausgesteigtet und mal angeguckt, in welchem Kaff sind wir denn hier? Ach, da drüben. Da waren wir auch wieder. Das FCP. Hier ist der Iveco-Händler und dann passt das schon. Gut, ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn du wieder mit zusteigst beim Euro Truck Simulator 2. Bis dahin, ciao! Alter, das war ja mal eine Tour, wa? Erst der Amoklauf in Salzburg, dann, sorry, aber der musste einfach mal sein. Und dann die geile Nachtfahrt, das war ja schon echt irre irgendwo, ne? Mit dem Mond im Hintergrund, den beleuchteten Gebäuden und so weiter alles. Alles unkompliziert, aber nachher das Einparken, da habe ich mich doch tatsächlich angestellt wie so eine Frau. Sorry an alle Frauen, aber es ist wirklich so. Rein, raus, alles scheiße irgendwie. Na gut, ich danke dir fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn du in der nächsten Tour wieder mit auf meinem Beifahrersitz bist, sitzt, dabei seist und bis neulich. Danke, ciao!